Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje. Ja, und heute muss ich euch ein paar Einkäufe beichten. Also es sind nicht viele, aber wenn ihr wissen wollt, was ich eingekauft habe, dann bleibt doch gerne dran. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe so ein kleines schlechtes Gewissen. Also bevor wir anfangen, macht es euch gemütlich, holt euch was zu essen, was zu trinken, entspannt euch eine Runde. Wir werden jetzt ein klein wenig quatschen. Ich habe hier so ein paar Sachen bei mir auf dem Schoß liegen und ihr wisst ja, dass ich eigentlich, nein nicht eigentlich, ich habe meine Paletten hier aussortiert, ne? Damit ich die Paletten, die ich hier habe, in diese Schublade einsortiert bekomme. Dabei habe ich schon festgestellt, dass ich eigentlich mehr aussortieren muss, aber ich konnte mich ja von der einen oder anderen Palette nicht trennen. Dementsprechend heißt das ja, ich habe genug Paletten. Ja, eigentlich und uneigentlich habe ich jetzt noch mehr. Leute, ich schäme mich eine Runde. Aber ich konnte nicht anders. Die anderen sind schuld. Weil die immer so Sachen in unsere WhatsApp-Gruppe posten. Oder auf Instagram, in ihren Stories. Oder sonst was. Nein, Quatsch beiseite, es nötigt mich ja keiner, irgendwas zu kaufen. Natürlich habe ich das selber entschieden, das zu kaufen. Da ist niemand schuld dran. Alles gut, ich habe die Sachen auch selber gesehen. Ja, ich weiß gar nicht, womit wir jetzt hier anfangen. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach das Erste, was hier liegt, und zeig's euch. Tada! Ich habe mir Dry Martini gekauft. Sieht cool aus, ne? Ist auch noch eingepackt. Das ist die Dry Martini Glam Light Lidschattenpalette. Die habe ich bei der lieben Krati, also Contra Junkie, gesehen. Und die Farben waren so schön. Und sie hat da so von geschwärmt. Und ich mag Grün so gerne. Und ich finde die Verpackung so toll. Also was habe ich gemacht? Ich habe sie bei Purish gekauft. Ich glaube, aktuell ist sie wieder ausverkauft, aber ne, da war sie kurz wieder da. Und ich habe sie mir geholt, weil ich habe schon beim letzten und beim vorletzten Mal gedacht, das ist eine schöne Palette. Die hätte ich ja gerne. Die würde ich gerne in meine Sammlung packen. Und dann habe ich gedacht, ach nein, ich habe so viele Paletten. Also kaufen wir sie nicht. Ne? Ich versuche ja dann immer noch vernünftig zu bleiben. Ja, nur jetzt diesmal habe ich gedacht, jetzt hast du sie so oft schon in deinem Warenkorb gehabt und hast so oft überlegt, ob du das jetzt wirklich, ja, ob du sie nicht doch holen sollst. Und dann konnte ich diesmal irgendwie nicht, konnte ich nicht mehr. Ich konnte nicht mehr dran vorbei, ich habe sie mir geholt und jetzt habe ich das Problem, dass ich hier oben diesen blöden Dings nicht aufbekomme, weil das so eng anliegt. Also manchmal ist das echt, wie sich diese Verpackung einfallen lässt. Ich meine, das sieht ja alles super schön aus, aber da muss man das doch auch aufmachen können. Und man will das ja auch aufmachen, ohne jetzt alles kaputt zu machen. So. Hier, das nützt nichts. Man muss hier oben leider dieses Ding da kaputt machen. Schade eigentlich. Habt so hübsch ausgesehen. Naja. So, weil ich möchte euch die Palette ja zeigen. Geht die hier auch irgendwie? Achso, da ist da unten natürlich noch ein Aufkleber, nicht wahr? Ja, so kennen wir das Ganze, ne? Ein Aufkleber nach dem anderen. Und ich mit meinen neuen Nägeln komme da bestimmt super gut dran, die aufzumachen. Das ist der Nachteil. Also generell hier mit dem ganzen Verpackungsmaterial immer, ne? Da ist immer ein Krampf. Ganz nur um Stundenhandel, dass ich das hier aufbekomme. So. Ah, natürlich. Jetzt ist die eine Seite auf. Jetzt nur so ein kleines Stückchen, was nicht auf ist. Mal. So. Puh, schon geschwitzt hier. So. Dann hat man hier zwei Teile. Und dann ist hier, wenn sie dann da rauskommt, die hübsche Palette. Guck mal, ich finde die so süß. Das machen die echt gut bei Glamlight. Ja, und dann hat man hier oben den Spiegel und das ist natürlich hier der Cocktail, ne? Aber das Wichtige sind ja hier, guckt mal, diese Farben. Ich weiß es. Aber so Farben habe ich noch nicht. Ich brauche die unbedingt.
Die ist so schön. Das ist so richtig schön hier. Gin, ne? Ja. Ich weiß nicht, ich finde es cool. Mir hat die gut gefallen. Und deswegen habe ich sie jetzt mitgenommen. Ich habe jetzt wirklich Ewigkeiten gekämpft mit mir. Ich bin schon stolz, dass ich so lange durchgehalten habe. Ja, jetzt zum Schluss konnte ich leider nicht mehr durchhalten. Und habe sie mir jetzt auch gekauft. So, und die bleibt auch bei mir. Aber die kommt auch nicht in meine Schublade, weil die muss ich hier irgendwo hinstellen, weil die so schön aussieht. So, dann kommen wir zu einer Palette. Da. Ja. Im Gegensatz zu der Glam Light ist die jetzt vielleicht nicht ganz so dolle. Und ich weiß auch gar nicht, wie die von der Qualität her ist, ehrlich gesagt. Weil, habe ich ja auch noch nicht nachgeguckt. Aber die hat mich so angelacht. Hier, diese hübsche kleine, das ist die Club Tropicana Riva Loves Me Featured Palette. Ich weiß nicht, die Farben, die haben mich angelacht, ne? Ich weiß nicht, die sehen so schön aus. Ich hoffe, dass sie ganz gut ist. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die wirklich gut ist. Ich glaube, ein paar Mädels haben die schon getestet. I don't know. Aber das Packaging auch, ne? Guck mal, so hübsch mit den Pflanzen da drauf, ja. Die musste ich dann einmal mitnehmen, aber die war ja jetzt auch nicht so teuer. So, und jetzt kommt gleich Heidenei. Ach, wir fangen einfach mal mit dem Zusatzprodukt, was ich dazu bekommen habe. Vielleicht erkennt ihr es am Packaging. Ja, ich habe bei Pat McGrath eingekauft. Da kam eine Mail, dass sie 30% haben. Und dann habe ich da durchgescrollt. Und da habe ich so das eine oder andere gefunden. So, und dann gab es, ich glaube, ab 80 Euro etwas dazu. Aber ich glaube, ich habe das Verkehrte genommen. Genau, das andere war die Zugabe. Okay, nein, dann ist das nicht die Zugabe, sondern das ist der Blush, den ich separat gestellt habe. Weil, naja, diese Farbe hier, das war so hübsch. Ne? Und das ist der Blush in der Farbe. Fleurotic. Ich weiß gar nicht, es sah im Ding ist ganz hübsch aus. Ja, genau, so ein Hofton. Guck mal. Ich finde ihn hübsch. Und der war so gut reduziert. Also habe ich ihn mitgenommen. Ne, ist natürlich hier in so einem Plastik-Packaging, aber die Farbe ist schön. Karton ist schön. Und Packaging-Opferherz hat geschrien. Ja, 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 brauche ich. Also habe ich das mitgenommen. Wie gesagt, ich habe ja schon eine Palette von Pat McGrath, eine rote Mothership Palette, glaube ich, heißt die. Oder? Nee. Doch, Mothership Mega. Ja, jetzt gab es natürlich eine andere Mothership Mega, die auch reduziert war auf, lass mich nicht lügen, ich glaube 30 Euro. Oder so, um den Dreh. Und dann konnte ich die auch nicht liegen lassen, weil die ist normalerweise auch, ich glaube, doppelt so teuer. Und da mir die andere schon so gut gefallen hat, die ich übrigens immer noch nicht ausprobiert habe, aber ich habe gedacht, oh hier, die kannst du nicht liegen lassen, die ist knall, ja, pink, gefällt mir. Ja, und von innen, Leute, von innen muss man nichts sagen, ne? So eine schöne Palette, so schöne Töne, und ich muss unbedingt mal ausprobieren, weil ich habe schon ein bisschen vorgeschwärmt bekommen, dass die wirklich, wirklich, wirklich toll sein soll. Ja, so. Wenn ihr jetzt meint, dass das die einzige Palette wäre von Pat McGrath, die bei mir in den Warenkorb gewandert ist, muss ich euch leider enttäuschen. Ich zeige euch erst noch eine andere. Eine kleine, süße, niedliche hier. Ne, die, das ist eine Celestial Nirvana Eyeshadow Palette Nude Allure. Das hört sich jetzt relativ langweilig an. Also vom Namen her. Machen wir mal gerade den Karton auf. Das Coole ist, das hier ist ja immer Pappe, ne? Finde ich echt mega. Dass das so in Pappe verpackt ist, finde ich wirklich schön. Und dann immer mit diesem Magnet. Nude Allure, ne? Also nude Töne, aber guck mal bitte, was für schöne Töne das sind, oder? So schön, so schön. Und ich muss das wirklich ausprobieren, weil das hier wäre so eine. Also das kann man auch als Alltagspalette nehmen, auch wenn da viel Schimmer drin ist. Aber ich mag ja Schimmer und Schimmer geht bei mir immer, wie man so schön sagt. So, ja, und dann habe ich noch eine Palette mitgenommen. Ich hätte am liebsten noch eine andere gehabt, aber die gab es nicht mehr. Als die rausgekommen sind, hat natürlich mein Packaging-Opferherz wirklich geschrien. Ja, 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 musst du kaufen. Aber die Paletten, die waren so teuer. Ihr wisst, ich bin ein riesen Star Wars Fan. Ich liebe Star Wars.
Und ich hätte am liebsten hier R2D2 oder C3PO. Aber nee, R2D2. R2D2 hätte ich am liebsten gehabt. Aber die war jetzt nicht mehr da. Als das jetzt so reduziert war, gab es jetzt halt nur noch die Sith Seduction, heißt die. Mit Darth Vader. Guckt mal, ist die nicht schön? Die ist so schön. Allein schon von außen. Könnte ich die ganze Zeit angucken. So schön blau. So, und von den Farben her, ja, ist halt Darth Vader, ne? Bisschen dunkle Töne. Eigentlich ganz cool, dass das auch kein Schwarz ist, sondern so ein, ja, hier so ein etwas hellerer Champagnerton, blau Glitzer. Dann hier ist eher so ein Bronzeton, grün. Und dann hier eher so was golden angehauchtes, ne? Ja, finde ich richtig cool. Und die Farbnamen sind Imperial, Dark Destiny, Mustafa Heat, Galactic Contest und Force Sensitive. Ja, cool. Hat mir gefallen. Und für den Preis konnte ich die nicht liegen lassen. Ist die auch in meinen Warenkorb gewandert. Wie gesagt, die Sachen habe ich jetzt nicht alles direkt hintereinander. Die liegen schon ein Weilchen hier. Hatte nur noch keine Zeit, das Video für euch zu drehen. Beziehungsweise wollte ich ja auch ein bisschen sammeln, dass sich das lohnt, dass wir auch ein Video zusammen bekommen. So, und dann habe ich ja gesagt, ein Produkt habe ich geschenkt bekommen und das ist hier dieser Lipgloss und zwar Lust Lipgloss. Genau, Secret Lover. Ist auch cool, ne? Das Packaging hier, so eine lange Lasche. Und dann ist das hier so eine Farbe. Ich könnte mir vorstellen, dass die bei mir auch ganz gut aussieht, ne? Ich lasse die jetzt aber noch zu. Die hat auch so ein bisschen Schimmer, so goldenen Schimmer drin. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich bin echt mega gespannt, ob die Produkte von Pat McGrath mir gut gefallen. Also sollte ich merken, dass das nichts für mich ist, wandern die halt wieder in meinen Sale und dann werden die verkauft. So. Und jetzt habe ich noch etwas gekauft. Ja, da sind einfach Kindheitserinnerungen wieder wach geworden. Da sehe ich mich morgens beim Frühstück, ganz oft vor der Schule oder aber am Wochenende, denn ich habe diese Flakes, ich habe sie geliebt. Geliebt, geliebt, geliebt. Die waren so lecker. Und das waren immer meine liebsten, liebsten. Oh, ich liebe sie und ich habe sie bekommen. Sie waren wieder da. Ah, und zwar von Glamlight, die Kellogg's Frosted Flakes. Hier mit dem Tiger Tony. Oh, ich lieb's so. Ich lieb's wirklich. So, und ich will diese Verpackung hier oben nicht aufmachen. Ne? Will ich nicht. Deswegen mache ich die jetzt von unten auf. Weil das kann ich dann wieder zumachen und wenn ich es hier oben aufmache, dann kann man es zwar auch da, aber dann ist das so blöd, deswegen machen wir es von unten auf. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wie so eine Cornflakes-Verpackung, ne? So eine Plastiktüte drin. Kriegt man natürlich wenig aufgerissen, aber ich bin ja vorbereitet, habe eine Schere. Ich lieb's wirklich, Leute. Oh. Ich find's cool. Ich find's so cool. Und hier hinten gibt's dann nur noch einen Spruch, ne? We're sure you'll look great. Ja, auf jeden Fall werden wir great aussehen, denn oh, diese Farben. Da hier mit dem. Guck. Und diese Farben. Ich finde die schön. Ich finde die so schön. Was sagt ihr? Ich finde die mega. So cool. Hier, Teamwork, Sweet Spark, finde ich gut, Breakfast Time, Yumminess, Tiger Paw, aber auch die Matten, die hier drin sind, gefallen mir auch mega gut. Ich muss auf jeden Fall diese Palette ausprobieren. Ich hoffe, dass die bei mir funktioniert. Ich wäre so mega traurig, wenn das nicht geht. Kennt ihr das, wenn ihr so Paletten habt, also, ne, wo so ein bisschen auch so ein bisschen Erinnerung, also ne, die für euch so ein bisschen was Besonderes ist, ja, ich beschreibe also Lidschattenpaletten, aber wo ihr dann echt hofft, dass die für euch gut funktioniert, ob die für die anderen funktioniert, egal, aber Hauptsache bei euch. Und wenn das dann nicht klappt, dann ist man so mega enttäuscht. Ja, aber hier, die ist einfach cool und die bekommt auch auf jeden Fall hier einen besonderen Platz, weil da habe ich ganz, ganz, ganz viele Kindheitserinnerungen dran an den Frosted Flakes. Die waren echt lecker. Man musste die nur immer super schnell essen. Weil wenn die zu lange in der Milch waren, dann waren die weich. Deswegen habe ich immer die Schüssel nicht so voll gemacht und dann Milch rein, Eis, also wirklich kalte Milch und dann schnell den Flake gegessen, dann wieder eine Schicht rein, dann nochmal gegessen.
super lecker. Habe mich immer gefreut, wenn es die gab. Ja, ja, der eine oder andere wird heute wahrscheinlich wieder sagen, viel zu viel Zucker, viel zu viel Zucker. Ja, haha. Mag sein, nichtsdestotrotz schmeckt das gut und man darf auch ab und zu Dinge essen, die ein bisschen mehr Zucker haben, die gut schmecken, solange man sich zwischendrin ja immer bewegt und nicht nur so Sachen isst, empfinde ich das persönlich als gar kein Problem. Ich weiß, da gehen die Meinungen auseinander, nichtsdestotrotz essen meine Kinder auch Süßigkeiten, weil ich sie auch esse, einfach weil ich grundsätzlich gerne Süßigkeiten esse. Ist einfach so, ich esse gerne Schokolade und auch sonst andere Sachen, Chips und sonstige Dinge. Und ich finde, es kommt da immer auf die Menge drauf an. Und solange man sich nicht hauptsächlich, nicht nur davon ernährt, finde ich das nicht schlimm. Manchmal muss ich sagen, nervt mich das auch, wie den Kindern dann immer ein schlechtes Gewissen eingeredet wird mit, oh, das darfst du nicht mehr essen, das darfst du nicht mehr essen, oh, ist hier viel zu viel Zucker drin, das viel zu viel Fett und dann hier und dieses und ditsche und datsche. Ganz ehrlich, irgendwann verliert man dann auch die Lust am Essen und ich finde es nicht gut, wenn man Essen mit so negativen Dingen behaftet. Ja, natürlich sollen die Kinder den Umgang mit Essen lernen und auch verstehen, dass nur Zucker nicht gesund ist, dass nur fettige Sachen nicht gesund sind, aber man kann grundsätzlich von den Sachen ja was essen. Es kommt da aber darauf an, dass man das nicht in Massen isst, sondern in Maßen. Und dann ist das auch völlig in Ordnung. Zumindest sehe ich das so. Ich weiß, das ist ein Streitthema und da gibt es bestimmt auch Leute, die andere Meinungen dazu haben. Nichtsdestotrotz handhabe ich das in meiner Familie so und natürlich essen meine Kinder auch Süßigkeiten und das finde ich auch völlig in Ordnung. Die können auch ein Eis essen. Nichtsdestotrotz essen wir aber auch andere Dinge. Ne? Es gibt ja auch Obst, Gemüse, Salat, Kartoffeln, Nudeln, alles so durch die Bank durch, ne? Alles, was uns zusammen gut schmeckt. Und wir holen uns auch häufiger HelloFresh. Das mag ich persönlich sehr gerne, weil dann muss ich mir nicht mehr überlegen, was kaufe ich jetzt ein, was will ich jetzt kochen. Da gucke ich einfach nur durch, welche Gerichte gibt's. Dann suche ich mir die aus, die Menge, die ich da haben will, 3, 2, 5, 1, wie auch immer. Und dann bekomme ich den Kram zugeschickt, ich habe ein Rezept dabei und kann die Sachen kochen. Was halt auch praktisch ist, die Kinder können halt auch gut mitkochen, weil da steht in der Anleitung gut drin. Und dann setzen sie sich auch hin, schnippeln, mitmachen und tun. Ich muss aber sagen, bei mir ist das dann oft so, dass ich das zur Entspannung ganz gerne auch alleine mache. Ne? Dann mache ich mir Musik in der Küche an, Rezept oben hingepinnt, die Sachen rausgesucht und dann fange ich an zu kochen. Und dann können wir uns schön zusammen hinsetzen, zusammen essen. Ist gut, ne? Also ich meine, wir sitzen ja hier immer schön gemütlich zusammen und unterhalten. Also ich unterhalte euch oder erzähle euch immer alles Mögliche. Was ich aber auch wirklich gerne mache, ne? Also ich fühle mich mittlerweile wohl dabei, wenn ich daran denke, wie ich die ersten Videos gedreht habe. Fürchterlich, ganz fürchterlich. Mittlerweile ist es einfach ganz normal, dass ich die Kamera anmache, mich hinsetze und einfach frei von der Leber mit euch rede. Ich finde das echt gut. Ja, es wird mit Sicherheit auch nochmal die ein oder andere Situation kommen, wo ich denke, Mist, warum hast du das gesagt? Hättest du das besser mal rausgeschnitten? Wird mit Sicherheit sein, weil jeder macht ja mal Fehler, jeder sagt auch mal was, was vielleicht dem einen oder anderen nicht passt. Aber das ist halt einfach so. Hier, das ist mein Kanal und ich rede mit euch dann über die Sachen, ja, die mir auf dem Herzen liegen, was ich euch gerne erzählen will. Und es ist halt einfach auch so, wenn es dann Leute gibt, die das halt nicht gut finden oder so. Man ist ja nicht gezwungen, meine Videos zu gucken oder Abonnent von meinem Kanal zu sein. Man kann sich ja auch einfach andere Leute raussuchen. So ist das halt einfach, weil es ist ja auch im so realen Leben so, man mag ja auch nicht jeden und kommt auch nicht mit jedem klar und kommt auch nicht mit jeder Meinung klar, die Leute haben. Und ich finde, das ist auch völlig in Ordnung, das ist doch gar nicht schlimm. Dann wechselt man einfach woanders hin und guckt das dann da, wo es einem besser gefällt. Ne? Was ich halt nicht gut finde, ist halt, wenn man dann da so unfreundliche Kommentare irgendwo drunter schreibt. Man kann ja auch einfach gehen, ohne irgendwas zu sagen. Ist ja nicht schlimm. Ich habe auch schon auf YouTube Videos gesehen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, gar nicht meins. Ja, dann mache ich das Video aus, wechsel zum nächsten und fertig. Das muss ich nicht kommentieren, da muss ich keine dummen Dinge tun. Na, das ist halt einfach, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich auf das Thema jetzt schon wieder gekommen bin. Also manchmal sind meine Gedankengänge echt merkwürdig. Aber ja, es ist halt einfach manchmal so. Und ich finde auch, in der Online-Welt kann man sich die Benimmregeln, die es in der realen Welt gibt, auch einfach mal zu Herzen nehmen und die genauso in der Online-Welt einfach leben, bin ich der Meinung. Ne? Leben und leben lassen und wenn man was nicht mag, ist das ja okay, dann geht man einfach und fertig, würde man ja sonst auch tun. Und ich bin froh, dass wir noch kein so großer Kanal sind, weil ansonsten würde ich wahrscheinlich auch ganz schön viele Kommentare bekommen, wo ich sagen muss, natürlich versucht man da immer
mit gut umzugehen und das einfach nicht an sich ranzulassen. Aber je nachdem, was man da geschrieben bekommt, dann verletzt das einen schon. Ne? Natürlich kennt man die Person nicht, aber wir sind ja vom Inneren immer so gepolt, dass wir gerne von allen gemocht werden wollen. So, und wenn man dann da so manchmal echt heftige Kommentare bekommt, ist das echt erschütternd. Und ganz ehrlich, also ich habe schon Kommentare bei meinen Mädels gelesen. Da habe ich echt gedacht, Junge, warum schreibt man sowas? Das ist einfach unmöglich. Man würde das denen ja auch niemals auf der Straße ins Gesicht sagen. Ne? Ich finde das einfach traurig. Ich verstehe auch nicht, warum das manchmal so gehandhabt wird, ganz ehrlich. Hier sollte man auch respektvoll dann miteinander umgehen. Und man kann unterschiedliche Meinungen haben. Es ist völlig in Ordnung. Wir müssen auch nicht immer alle die gleiche Meinung haben. Wäre ja auch Quatsch, weil dann wären wir ja alle gleich. Und gleich sein wollen wir ja auch gar nicht. Aber ich finde, man sollte auch schon leben und leben lassen. Und ja, wenn das einfach nicht passt, dann passt es halt einfach nicht. Und dann ist es auch okay. Ist auch gar nicht schlimm. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das mit unserer kleinen Community, auch wenn wir irgendwann mal größer werden sollten, dass das trotzdem so respektvoll einfach bleibt. Denn ja, ich werde das auf jeden Fall nicht akzeptieren, dass hier irgendwer beleidigt wird. Und das möchte ich auch hoffentlich niemals lesen müssen. Also es wäre cool, wenn es nicht passiert, aber ich befürchte, das wird nicht so sein. Ne? Also ich meine, ich weiß ja gar nicht, ob wir irgendwann mal größere Community werden, also eine große, das weiß ich nicht. Wir gucken einfach mal, wo es uns hier hin verschlägt. Im Moment bin ich super zufrieden mit dem, wie es hier läuft. Ich freue mich, dass ihr meine Videos rege guckt, dass ihr mir liebe Kommentare schreibt. Ihr wisst ja, das ist alles für diesen komischen Algorithmus, den man halt einfach braucht, weil ansonsten wird es nichts. Dann werden meine Videos nirgends vorgeschlagen und dann gucken die Leute meine Videos nicht und bla bla bla. Ihr kennt das ja, ne? Deswegen immer schön die Videos liken. Am liebsten auch Kommentare. Wenn ihr keinen Bock habt, irgendwas zu schreiben, dann postet irgendein Smiley oder Hashtag Support oder irgendwas könnt ihr ja auch machen, weil das hilft halt. Ne? Dann wird man da ein bisschen von dem Algorithmus gepusht und dann finden vielleicht noch andere Leute zu uns auf unseren Kanal und kommen dazu und gucken mit uns zusammen oder gucken mit euch zusammen, dass wir die Videos von mir, ich würde mich auf jeden Fall mega darüber freuen. Und es ist jetzt schon total cool. Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass ich die 1000 überhaupt irgendwann mal kriege, weil das war schon wirklich Arbeit. Ne? Aber es ist ja zum Glück bei mir auch nicht so, dass ich das irgendwie brauche, dass ich davon leben muss, weil für mich ist es aktuell noch Hobby. Es ist total cool, dass wir die 1000 geknackt haben und ich würde mich über irgendwann mal 1500 und vielleicht auch 2000 freuen. Keine Ahnung, wir werden einfach sehen, wohin die Reise geht. Ja, wie gesagt, unsere Jubiläumswoche, ich habe sie nicht vergessen, nur im Moment ist hier wirklich super viel los und ich schaffe es einfach nicht, die Videos dafür zu drehen. Geduldet euch noch ein bisschen, ich vergesse das nicht, ich habe euch das versprochen, ich mache das auch. Wie gesagt, ihr müsst nur ein bisschen Geduld mit mir haben, denn im Moment ist einfach Zeitmangelware bei mir. Aber ich werde es nicht vergessen. Ich werde euch das dann auch im Community-Tab rechtzeitig posten, wenn es dann losgehen sollte und auch in den Videos dann erwähnen. Also alles gut. Es wird keiner von euch irgendwas verpassen und ich vergesse das auch nicht. Ja, auf jeden Fall bin ich dann jetzt, glaube ich, am Ende vom Video. Ja, ich glaube schon. Ich denke schon. Ich habe euch ja jetzt lang genug zugequatscht. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt einen super schönen Tag, super schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr mein Video guckt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst und dann hoffe ich, sehen wir uns ganz, ganz, ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.